Moderne Grenzen hat es auf allen vor, aber Deutschland hat den zweiten Weltkrieg gewonnen. The Last Days of Europe by New Millennium ist der Nachfolger der New Order Mod. Sie wurde von Patrick C.S.D. erstellt. Wie ihr seht, startet sie in 2000. Und Albert Speer hat den deutschen Bürgerkrieg gewonnen. Daneben haben wir noch einige irgendwie passende Cameos. Schweden ist trotzdem noch eine Demokratie. Auch Irland ist Teil der deutschen Fraktion. Und Dick Cheney regiert in den USA. Viele Bosse haben aber noch kein Foto. Wir haben ein demokratisches China und auch Japan. Und Afrika ist gespalten. Wie ihr seht, sind Fokusbäume noch kaum oder gar nicht fertig. Aber das Ganze hat Potenzial. Abonniert den Kanal, wenn euch Videos wie das hier gefallen. Und lasst ein Like, um das Video zu unterstützen. In den Kommentaren findet ihr die Community-Wahl. Da könnt ihr gerne mal teilnehmen.